Alle vier deutschen Teams haben die Champions League Gruppenphase überstanden. Lass uns auf Leipzig und Borussia Mönchengladbach genauer eingehen. ManU ist sicherlich keine Spitzenmannschaft mehr und auch nicht aktuell. Haben wir natürlich gegen Leipzig im Old Trafford haushoch gewonnen. Das muss man auch erstmal verkraften aus Leipziger Sicht. Glaubst du, deshalb ist das Spiel nochmal anders einzuschätzen, dass sie jetzt weitergekommen sind? Oder wie würdest du die Leistung von Leipzig bewerten? Sehr gut, absolut. War ja auch ein Spiel mit sehr viel Druck, aber der Druck war vielleicht mehr sogar auf Manchester United gelegen. Ich habe vor dem Spiel schon gesagt, Leipzig hat die einfachere Aufgabe wie Borussia Mönchengladbach, weil die beiden Mannschaften waren noch offen. Dortmund und Bayern München war ja schon qualifiziert. Manchester United haben sich in der Meisterschaft gefangen, sind auf Platz 4 oder 5 in der Premier League. Aber die Leipziger gerade zu Hause, alle Spiele gewonnen in dieser Saison. Und für mich war es nicht überraschend, dass sie gewonnen haben. Auch nicht, wie sie gespielt haben. Vor allem sind sie ja eigentlich dann aus dem Rhythmus gekommen durch eine Fehlentscheidung der Schiedsrichter, der Manchester United einen Elfmeter geschenkt hat. Aber da müssen sie trotzdem dann lernen, mit so einer Fehlentscheidung umzugehen. Das ist noch eine junge, unerfahrene Mannschaft auf diesem Champions League-Niveau. Aber wie gesagt, gute Leistung von Leipzig. Und man hat ja schon bei Manchester im Spiel in Manchester gesehen, dass Leipzig über 70 Minuten ebenbürtig war. Hört sich zwar dumm an, wenn man 15-0 verliert, aber wer das Spiel verfolgt hat, da hatten die Leipziger auch die eine oder andere Möglichkeit. Und zum Schluss sind sie natürlich untergegangen. Und ich glaube, das hat Nagelsmann auch der Mannschaft rübergebracht, dass man in Manchester schon eigentlich irgendwo über 70 Minuten sehr gut gespielt hat. Und jetzt spielen wir zu Hause, es ist ein neues Spiel, wir werden weniger Fehler machen und werden vielleicht auch so nötige Quäntchen Glück haben, aber das müssen wir uns erarbeiten. Und das haben sie sich eigentlich in diesen Tagen vorher schon erarbeitet mit einem 3:3 bei Bayern München. Bist du auch selbstbewusster vielleicht in dieses Spiel gegangen gegen Manchester United? Borussia Mönchengladbach hat zum ersten Mal das Achtelfinale der Champions League erreicht. Inter ist dafür raus. Zwei Mannschaften, mit denen du ja verbunden bist. Ja, okay, Real Madrid musste man natürlich auf dem Zettel haben. Also für mich war schon irgendwie klar, dass eine dieser beiden Mannschaften ausscheiden würde. Mindestens hätte ich bei Inter gedacht, Europa League. Aber das hat ja Schachtar Donetsk ganz gut hinbekommen mit den zwei Siegen gegen Real Madrid und dann eben gestern dem wichtigen Unentschieden gegen Inter Mailand. Nicht nur wichtig für Borussia Mönchengladbach, dass sie weitergekommen sind, sondern auch für Schachtar Donetsk, dass sie jetzt in der Europa League überwintern können. Auch für Schachtar Donetsk, glaube ich, ein Erfolg in dieser Gruppe, überhaupt dann im nächsten Jahr noch dabei zu sein. Inter Mailand wieder mal enttäuscht international. Sie haben gestern alles versucht, sie hatten große Torchancen und waren sich teilweise sogar, wie man so wortwörtlich sagt, selbst im Wege standen. Lukaku in der 92. Minute, ja, hält er eigentlich einen Kopfball, der ins Tor gegangen wird von seinem Mitspieler, steht er im Weg, war dann auch im Abseits, ja, hat dann alles zusammengepasst und ich habe mich natürlich gefreut für Borussia Mönchengladbach, weil trotz meiner Liebe zu Inter Mailand liegt mir doch der deutsche Club mehr am Herzen wie mein italienischer Club. Mönchengladbach bin ich ja groß geworden, 5 Jahre dort gespielt. Und die Mannschaft hat sich's auch verdient durch die tollen Leistungen, die sie nicht gestern gebracht hat, sondern in den Spielen zuvor. Das war sehr gut, das hat mir sehr gut gefallen. Gestern haben sie natürlich unterirdisch gespielt und haben es Real Madrid eigentlich ziemlich einfach gemacht, die Gruppe als Erste abzuschließen.